Da ist die wieder, die ungeschminkte und ungefilterte Wahrheit. Ich mache jetzt mich fertig für die Arbeit. Ich muss heute arbeiten und ich nehme euch dabei mit. So, die Haare sind weg und jetzt geht das los. Ich habe meine Haut schon eingecremt und Sonnenschutz drauf gegeben. Also ich fange direkt mit dem Charlotte Tilbury Primer an. Den trage ich mir jetzt ordentlich auf mein Gesicht auf. Und verteile das einfach nur mit meinen Händen, wenn es super schnell gehen muss. Jetzt werde ich noch den Perfektor von Maybelline auftragen. Leute, das alles wird super dünn aufgetragen. Ja, das ist eigentlich auch schon eine Foundation. Kann man auch so betrachten. Aber für mich ist das einfach ein zweiter Primer. Vor allem, wenn ich arbeiten gehe, möchte ich etwas mehr Deckkraft haben. Das verteile ich dann ebenfalls auf meinem kompletten Gesicht. So, jetzt werde ich eine Foundation auftragen. Und ich nehme die von Anastasia Beverly Hills diesmal, weil die hat eine sehr gute Deckkraft. Und ja, ich brauche zwar nicht so gute Deckkraft, ich habe keine Probleme mit der Haut, aber dennoch macht sie eine schöne Haut. Und dann sprühe ich etwas Wasser drauf, weil die mir sonst zu trocken ist. Und auf dem Pinsel mache ich auch ein bisschen Wasser. Und dann trage ich sie mir mit dem Pinsel auf. Seht ihr? Also es ist eine sehr, sehr schöne Foundation. Die verteile ich dann auch auf meinem kompletten. Mache ich den Concealer. Ich nehme den Fit Me Concealer von Maybelline. Und ich trage nicht so viel auf, weil ich brauche jetzt nicht so viel. Ich habe heute ziemlich gut geschlafen und habe jetzt auch keine Ringe unter den Augen. Aber da ich hier schon so Fältchen habe, mache ich das immer so. Und das kaschiert dann die Fältchen. Den verteile ich jetzt mit so einem kleinen Beauty-Schwamm hier. Der ist nämlich viel besser hier für die Augenpartie, weil er so super klein ist und man dann sehr gut da reinkommt. Den arbeite ich mir dann hier so ein und ziehe dann nach da. So ungefähr. Ja, und dann wird das Ganze gut verblendet. Natürlich mit einem Puder ausgeglichen. Ja? Jetzt nehme ich den Catrice Magic Shaper. Das ist nämlich ein Contouring Stick und konturiere mir hier etwas meine Wangen und meine Nase. Verblende das immer jetzt mit meinem Anastasia Beverly Hills Pinsel. Das ist eigentlich ein Foundation Pinsel, aber der eignet sich auch wunderbar, um Contouring Produkte zu verblenden. Also wirklich einer der besten. Also die Anastasia Beverly Hills Pinsel sind wohl ziemlich gut. Ich habe jetzt leider nur einen, aber ich kann sagen, dass der super ist. Also die sind aber schon ziemlich teuer. Ich habe ja noch meine Zoeva Pinsel. Sollte ich wechseln, werde ich mir also, glaube ich, diese hier holen. Super gebunden, kann man sehr leicht arbeiten. Den Rest verteile ich mir so ein bisschen hier. Jetzt werde ich auch einen Creme Blush, einen Blush Stick verwenden von Catrice. Das ist der Check Lift von XOXO. Der ist auch ziemlich schön. Und den trage ich mir natürlich, weil ich mag keine Matroschka-Backenwangen hier. Ich trage mir den tatsächlich so auf. Auf keinen Fall möchte ich Matroschka-Wangen haben. Ich hasse das. So, und verteile mir den ebenfalls mit einem Pinsel, weil wenn ich dann, ich habe das früher mal mit einem Beauty-Schwamm gemacht, aber der frisst halt mehr als die Hälfte des Produkts. Na gut, das ist jetzt auch ziemlich viel, aber gut verblendet geht das, glaube ich. Doch etwas viel. Aber gut, ich pudere ja mein Gesicht noch ab komplett. Und auch ein bisschen auf die Nase. Etwas flüssig Highlighter. Ich habe auch so einen von Anastasia Beverly Hills. Ich mache mir den mehr aber auf die Hand, weil sonst ist das direkt zu viel, weil der ist echt schon ziemlich krass. Und verteile den ganz, ganz vorsichtig auf meinen Wangen. Der ist halt ziemlich dunkel, aber der lässt sich gleich super verblenden, weil er klebt nicht direkt, ein bisschen auf die Nasenspitze. Jetzt muss ich erstmal meine Hand sauber machen und dann verblende ich mir den jetzt. Jetzt habe ich das Abpudern vergessen. Das wollte ich eigentlich vor dem Highlighter machen. Deshalb werde ich mit meinem Foundation-Pinsel nochmal drüber gehen, weil mir das ein bisschen zu viel Rouge ist. Und das Ganze noch einmal genau ein bisschen abschwächen. Und dann mit dem Beauty-Blender noch einmal drüber gehen. Und dann müsste das gut sein, ja. So ist es doch schon besser. Highlighter ist trotzdem da, Blush ist auch da und es ist okay so. Jetzt werde ich meine Augenpartie trotzdem setten. Dafür nehme ich mein Hyaluron-Powder von Cherry. Das ist ein sehr, sehr gutes Powder, vor allem wenn man schon Fältchen hat. Und dann werde ich mir jetzt diese ganze Augenpartie hier setten, damit mein Concealer halt da bleibt, wo er hingehört.
Ich meine, bleibt im meisten sowieso, aber besser ist besser. Und da, wo diese Fältchen sind, auch. Jetzt male ich mir meine Augenbrauen mit irgendeinem Augenbrauenstift, den ich gerade da habe. Ich habe jetzt einen von P2 in der Farbe in irgendeiner 032 ist die. Aber es ist halt nicht mein regulärer Augenbrauenstift, weil ich benutze meistens von Catrice oder von Essence. Aber die sind jetzt leer gegangen und ich muss die mir nachkaufen. Deshalb werde ich jetzt erstmal das benutzen, was. Ich benutze jetzt einfach einen Lidschatten von Sisley. Ich mache heute kein großes Augen-Make-up. Ich werde das einfach nur auf meinem kompletten beweglichen und unbeweglichen Lid verteilen. Und dann ziehe ich mir einen Eyeliner und klebe mir Wimpern. Das war's. Ich benutze immer den braunen Eyeliner von Maybelline. Der ist nämlich sehr gut. So, die Wimpern sind geklebt und ich tusche mir immer die unteren Wimpern, weil ich finde, dass ich sonst wie Baby Born Sister aussehe und das mag ich nicht. Und als Lippenkombi verwende ich jetzt den von Charlotte Tilbury Peel of Talk Lip Liner und einen Lipgloss von Maybelline, den Plump, den Chili Lipgloss. Also mein Make-up ist fertig. Ich werde das Ganze jetzt noch setten mit einem Setting-Spray und dann gehe ich meine Haare machen. Und apropos, beachtet nicht das Chaos hinter mir. Ich habe das Schlafzimmer heute nicht aufgeräumt. Kann man mal gleich machen.